Hallo und herzlich willkommen zurück zu Madison. Ich hoffe, ihr habt mehr Bock als ich herauszufinden, wofür der Schlüssel, den wir letzte Folge gefunden haben, eigentlich gut ist. Ja, was haben wir denn? Also wir haben die Tür hinten in der Kathedrale. Wir haben... Was war denn alles verschlossen? Also wir müssen ja nach 1951, ne? So viel ist klar. Verschlossen ist der Glockenturm. Die Tür hinten an der Kathedrale, wo wir aber, denke ich mal, nicht raus können, weil wir das Rätsel mit dem Sarg ja noch nicht gelöst haben. Der Beichtstuhl, war der auch verschlossen? Nee, da sind wir ja reingegangen, ne? Wir haben ja mit der alten... Aber ihre Kabine war verschlossen. Vielleicht, wenn wir sie rausholen, tötet der komische Dämon die Frau. Vielleicht ist der auf Rache aus. Und wir sind safe. Ja, bedankt sich bei uns, wir trinken Kaffee. Schönes Bier beim Lagerfeuer. Okay, wir runnen jetzt einfach durch und probieren von Tür zu Tür diesen blöden Schlüssel aus. Ach komm, leck mich am Arsch. Echt, für die Kabine ist der? Ich hätte jetzt gedacht, für den Glockenturm. Hier ist gar keine Frau. Kleiner Moment. Ich bin zu fett. Angst, dass der jetzt herkommt. Hans Göring? Ein I. Ich gehe davon aus... Was ist das? Was ist das? Ich bin hier wieder weg. Was ist das für eine Scheiße? Du kannst keine 3 Meter in dieser Kack-Zeitepoche gehen, ohne dass... Ist das Hans Göring? Aber wir haben... Wir haben ein I. Und bei dem I weiß ich schon, wofür das Gute ist. Weil wir haben doch hier das Schild. Madison. Und er sagt ja immer, dass I fehlt, ne? Madison Hill. Ah. 1987. Madison Hill. Okay, hier ist keiner. Was mache ich jetzt? So, was gibt's denn hier Schönes? Aber hier ist auch ein Foto, ne? Es reflektiert so komisch. Hätte sein können. Ist das... her Skull? Weiß ich nicht. Ist das von Hans oder von der Oma da? Hallo? Wunderschön. Ein wunderschönes Skelett, oder? Die Zähne sind auch super. Wir nehmen den jetzt einfach mit hier. Mich fleucht, ich muss da durch. Aber eigentlich... Bin ich mir nicht sicher, ob ich da durch will. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Schlüssel für diesen komischen Glockenturm ist. Das sind ja mega viele Bilder. Oh, wir kriegen Licht. Das ist ja mal angenehm. So. Das sind alles die Fotos. Das sind nur die 4 Fotos, die wir auf dem Dachboden aufgehangen haben. Hier der Typ, die Oma da, der andere Opa, der Junge. Okay. Briggs? Ja. Und jetzt?
Da sind Steine. Hätte ich noch was finden müssen, womit ich die Steine wegmachen kann? It's sealed off. Irgendwie bin ich hier eingesperrt, ja? Muss ich jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen? Hier gibt's ja nichts. Ich habe keine Türen. Ich habe vielleicht den Boden. Also wir haben Steine. Und wir haben Steine. Aber hier wird mir auch nichts angezeigt, dass ich hier noch irgendwas angucken kann, ne? Ich komme jetzt aber auch nicht mehr... What? Okay, die Tür ist weg. Furchteinflößende Musik. Ich habe das Gefühl, ich muss... Verpiss dich. Nein. Bitte, 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 bitte. Lass mich hier durch. Gott. Die Attic. Die Attic. Okay. Oh, das war nur Gewitter. Gut, das war, ja, das war die Kirche. Schön. Jetzt bin ich ja wieder da, wo ich aufgehört habe. Ich bin auch der Meinung, als ich das letzte Mal in dem Haus war... Ich hoffe, der Typ ist nicht auch in dem Haus. Telefon! War das nicht das letzte Mal, dass ich hier war, konnte ich gar nichts mehr machen? John? Ja. John? Ja! Nee, ich bin Luca. This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. Okay, was sagt er? I was able to finally get the information you asked for. And the truth is... The truth is... I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Hmm. Ja, das sind ja schon mal keine guten Nachrichten für uns. Gut, ich wollte ja einmal noch in den Keller schauen. Da, wo dieser komische Brunnen ist. Ob ich da noch was übersehen habe. Weil ich habe auch... Ich bin der Meinung, als ich an diesem Brunnen war und unten... Habe ich ja nichts gefunden, ne? Also kein größeres neues Rätsel in der Form. Ich habe keine Hilfsmittel gefunden. Sonst habe ich ja hier die Kippenschachteln und... Gut, so viel dazu. Kennt ihr die Geschichte der Wegbaum sonst? Ist ein tolles Buch, kann ich immer wieder lesen. So. Aber was kann ich jetzt hier noch machen im Haus? Was haben wir denn noch für Rätsel gehabt? Wir haben einmal... Ah, Maria. Wir hatten... Da kommen wir nicht rein. Wir haben den Safe noch gehabt.
Da kommen wir nicht rein. Oh, was wollte ich denn das letzte Mal noch überprüfen, als wir hier waren? Wir haben die Medaillen gemacht. Ja. Ich, Luca, bin ein Hämpfling und kann die Steine und das Sofa und das Klavier nicht zur Seite schieben, um vielleicht durch die Tür zu entkommen. So. Hier ist nichts weiter. Also wir haben noch die Möglichkeit, den Safe nochmal zu inspizieren, ob da noch irgendwas war. Aber hatte ich noch irgendwas? Wenn du die Kombination brauchst, du weißt, wo du sie findest. Nee. Erst bla 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 rechts, so und so viel links. War das so? Oh, da muss ich nochmal gucken. Tja. Wir haben auch sonst nichts weiter gehabt hier, ne? Da einmal, dass der Priester ein Lügner ist. Aber da sind wir wahrscheinlich, oder da ist der Opa wahrscheinlich schon durchgedreht. Ah, jetzt bin ich wieder im Haus. Was mache ich hier, Maria? Dad's Room. Ja, da kommen wir nicht rein. In Dad's Room. So, welche Möglichkeiten haben wir noch? Welche Rätsel haben wir eigentlich noch? Die ist verschlossen. Wir haben einmal noch diese komische Uhr hier. 9, 12, 7. 7 können wir am Safe nicht einstellen. So, da haben wir den Ventilator. Hier ist einmal der Raum, in dem wir nicht rein können. Jetzt geht die Rätselfreude wieder los. Ja, hierfür Brechstange oder... Ach, wir haben ja den Schädel. Warte mal, was haben wir denn alles neu? Wir haben jetzt aber kein neues Bild hier in... Nee, Dachboden. Das war die letzte Vision, die wir hatten. Wir haben einen Totenkopf. Oh, jetzt habe ich einen... Ich glaube, bei dem Anruf war ein Tipp dabei. Aber ich habe jetzt nicht aufgepasst. Also ich hab jetzt schon wieder vergessen, was der gesagt hat. Das ist natürlich sehr gut. Wir haben halt den Fingerabdruck. Aber wir können es nicht nehmen, wir können damit nicht interagieren. Und ich kann auch den Totenkopf nirgendwo platzieren. Oder doch? Ganz am Anfang, da hatten wir doch diesen komischen Raum. Mit dieser kleinen Tür drin. Dach und Lauf oder whatever das sein soll. Warte mal, nicht hier lang. Können wir hier irgendwo den Schädel platzieren? Dass das vielleicht irgendwas auslöst. Weil wir haben das hier, wir haben hier einen Galgen. Wir haben immer noch diese Tür, dafür habe ich auch noch kein Zahlenkombi. Warte mal. Wenn wir den... Nee. 19. Was stand denn auf dem Medicine-Schild? 44, ne? Oder? Und dann hatten wir noch
zum Schluss die 87. Bringt mich nicht weiter. It must be broken. Ja, ja. Hier kommen wir nicht weiter. Nee, da war auch nichts. Können wir hier schon wieder irgendwas aufmachen? Was soll ich denn mit dem Totenkopf machen? Die Mutter Maria? Nee. Auf dem Dachboden? Da haben wir die Kakerlaken. Hier haben wir ihren Raum, aber... ist halt nix, ne? Da komme ich nicht rein. Ich würde noch mal auf den Dachboden schauen. Ich weiß auch gar nicht, mit der Tür da hinten, hat sich das jetzt erledigt? Also, kann ich da überhaupt noch durch? Ist die abgeschlossen? Also ich kann da rein, da ist der Flur, wo mich dieser komische Freak gejagt hat gerade. Das heißt, ich lasse die Tür einfach mal zu. Aber ich denke mal, früher oder später werde ich da nochmal rein müssen, ne? Ja, aber was mache ich mit dem Schädel? Als ich den Schädel aufgenommen habe, ist eine weiße Tür aufgeploppt. Hier ist bestimmt diese Uhrzeit drin, die ich brauche. Uhr an der Tür, Uhren drin zu hören. Aber was mache ich bis dahin? Ich wüsste jetzt weder, wo ich hingehen soll oder wie ich weitermachen soll, noch hätte ich jetzt eine Idee, was ich mit dem Kopf tun kann. Ich weiß auch gar nicht, wofür dieses verstopfte Klo hier gut ist. Ah! Dafür. Den kann ich auch nicht mehr anmachen. Fotos und Kakerlaken, die könnten mir weiterhelfen. Hier ist gar nichts. Thank you.
Es wäre halt so ein Tipp geil, ne? Wenn das Spiel mir so einen Tipp geben würde, hier, guck doch mal da nochmal nach. So, dass er dann irgendwas sagt, irgendwie so, das kam mir aber schon komisch vor. Dann würde ich ja auch wissen, ah, okay. Kann ich nichts machen, ne? Ich kann nicht die Jukebox da anmachen. Ein Ghetto Blaster. Ne, das habe ich schon fotografiert. Okay, einmal zusammenfassen. Im Keller komme ich nicht mehr rein. Die Türen kann ich nicht öffnen. Hier finde ich auf Anhieb jetzt nichts Neues. Das ist halt auch diese Kette, wieso ich die nicht aufkriege, ne? Aber hier muss doch irgendwo... Oh, hätte ich jetzt das Telefonat noch im Kopf. Ich kann es mir auch nicht nochmal anhören. Sonst hätte ich gesagt, gut, Totenkopf dafür. Den Kopf erstmal weg, weil ich nicht weiß, wofür der gut ist. Obwohl, ich kann den ja auch nicht verlieren, ne? Komm, scheiß drauf, wir nehmen den mit. So, mit den Kippenschachteln da, dem Verrosteten, kann ich nichts anfangen. Mit den Hardboxen. Die kann ich halt jedes Mal lesen. Was habe ich denn jetzt übersehen? Ich muss ja irgendwas übersehen haben. Ich weiß nicht was. Oh, jetzt hänge ich hier wieder, ey. Das Problem ist, dass ich nicht mehr in den Keller komme. Da ist bestimmt, ich habe garantiert irgendwas übersehen. Sonst hätte ich bestimmt schon irgendwas, damit ich hier die Toilette oder das, den Schrank da oder irgendwas aufmachen könnte. Man kann es halt auch nicht entziffern, ne? Also zum Schluss fünfmal nach links. Wie spät ist denn das auf der Uhr? Ich weiß halt auch nicht, ob ich nochmal in diesen komischen Flur rein soll. Da oben. Auf dem Dachboden. Ich meine, die Tür ist ja offen, ne?
Also ich habe theoretisch die Möglichkeit, da nochmal reinzugehen. Nur vorher einmal schauen, ob ich hier irgendeinen Hinweis kriege, aber sieht nicht so aus. Okay, ich soll hier wohl raus. Aber es passiert halt auch nichts. Mir wird ja nichts angezeigt, ne? Maria? Mir wird nichts angezeigt. Ich habe hier keine Interaktion, wenn ich irgendwas fotografiere. Das hier kriege ich nicht auf. Zumindest diese blöde Zahlenkombi wüsste, aber... Also nicht mal die vom Safe, sondern die Zahlenkombi von dieser kleinen Tür. Madison 44... 2022? Nee. Oder? ...1968. Ich probiere das nochmal. Vielleicht 1968, 2022, welche Zahlen hatten wir noch? 1944 hatten wir schon, 51 hatten wir, 87... Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist auch... Vielleicht hat die Zahl auch einfach gar nichts mit einem Jahr zu tun. Jetzt auf Anhieb auch nicht, was ich sonst machen soll. Einmal die 86. Nein. Ach, der hat ja... Doch, der hat eine 020. Ich würde gerne mal wissen, ob der jetzt hier oder hier eher mittig ist. Das ist ja... Ich hing hier halt letztes Mal schon und habe nicht mehr gewusst, was ich noch machen soll. Und war dann unendlich froh, dass ich durch den Dachboden zumindest weiterkam. Aber... Jetzt hänge ich hier wieder fest. Irgendwas übersehe ich. Oder doch auf dem Dachboden dieses nach oben. Warte mal, die Uhrzeit sagt. Vor 12. Was könnte ich denn hier noch übersehen? Ich gehe ja immer die gleichen Wege. Ich habe ja nicht allzu viele Möglichkeiten hier von den Räumen her.
5 nach links. Also muss er erst links. Dann irgendwas nach rechts. Wenn da eine Tür geknatscht hat, ist das die mit der Uhr? Haben wir jetzt eine Zeit erreicht, dass die auf ist? Das war wahrscheinlich nur einfach Spielsound, ne? Das hat bestimmt gar nichts damit zu tun. Nee. Wenn mir das irgendwie einen Tipp geben würde hier. Komm halt echt nicht weiter gerade. Bin da so ein bisschen einfallslos gerade. Dürfte dezent aufgefallen sein. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt noch abfotografieren könnte. Der interagiert immer, ne? Warum? Die anderen doch auch nicht. Wieso ist der hier aktiv und alle anderen nicht? Hier halt nichts. Ein sehr schönes Foto von Maria. Tja. Totenkopf, Totenkopf, Totenkopf. Ich würde die Message hier gern nochmal hören. Der muss mir irgendwas gesagt haben, wo ich denn nicht aufgepasst habe. Lol, war das die ganze Zeit da? I think there's something else under that plank. Ja, aber ich kann die Planke ja nicht aufmachen. Das Problem habe ich ja... Ein roter Schlüssel. Ist der für irgendeine Tür? Logischerweise, also für irgendein Schloss muss er ja sein, aber ist der für ein Safe, für eine Tür? Hier komme ich nicht rein. Ein roter Schlüssel. Was könnte ich denn gesehen haben, was rot ist? Oder die Uhren? Haben die nicht auch ein Schloss dran? Wir haben noch hier hinten haben wir doch auch eine Uhr, die ist ja in Rotlicht. So. Die hat doch... Aber das ist es nicht. Ein roter Schlüssel. Was kann ich denn hier noch aufschließen? Das sind beides Zahlenkombinationen. Die Kellertür? Die ist ja jetzt abgeschlossen. Kann ich die wieder aufschließen? Kellertür, was haben wir denn noch verschlossen?
Das Kette. Die Toilette. Da sind noch zwei Schlösser dran, oder? Okay, wieder die eine. Na, ja, komm schon. Hallo. Noch die andere, okay. Maria. Dann will ich einmal zur Kellertür gucken, ob wir da vielleicht wieder reinkommen. Ich muss doch irgendwas übersehen haben. Ja gut, ich habe den Schlüssel auch übersehen. Ich war 100 Mal in diesem Raum. Ich habe es nicht gesehen. Okay, also wenn ich beim Brunnen irgendwas übersehen habe, ich komme da nicht mehr hin. Oh, war das ekelhaft. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt eben. Aber hier, oh Gott. Ach nö. Nö. What the hell is this place? Ich sehe halt nicht viel. Okay. Die Crowbar ist im Bay. Ach, ich kriege hier einen Tipp oder was? Ja, ist ja schön. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, ich muss hier eine Crowbar finden, oder was? Ich will nicht mehr, Alter. Ich will einfach nicht mehr. Okay, in diesem Kreis hier bin ich safe, ja? Und ich weiß halt nicht, ob Omi mich hier leben lässt. Gut, also Crowbar finden im Basement. Also hier im Keller wird irgendwo eine Crowbar sein. Hier im Keller bei Oma wird irgendwo eine Crowbar sein. Die gilt es, die nächste Folge zu finden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und scheißt euch mit mir gemeinsam in die Hose. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut, ciao.